Hallo zusammen, ich habe hier einen Prototypen von einem Weinfass. Was sucht ein Weinfass beim Kühlen? Ihr seht das ganze Teil hier, das kommt dann noch ein bisschen runter. Hier unten ist die Technik und hier oben hat es einen Lift drin, wo dann die Weinflaschen rausfahren. Außen natürlich schön verziert oder in einem echten Holzfass drin. Aber wir schauen uns jetzt das im Detail an. Wir fangen das Fass von oben her an. Wir haben hier eine 2 cm dicke Isolation. Wenn man hier ranfasst, das Ding läuft, ist es schon relativ kühl. Auch hier außen ist es kühl. Und diese Schienen in Aluminium, die gehen durch, die sind auch relativ kühl. Wir sehen hier jetzt den Verdampfer. Der ist jetzt noch ein bisschen gedreht. Aber hier an dieser Leitung, die geht hier dann hoch und dann geht die rund herum. Und durch das wird es dann innen drin, wenn wir das hier drin sehen, hier haben wir die Eisschicht. Diese Seite wird dann gekühlt bis nach unten. Und so haben wir den Kühler im Schaum eingelegt. Wir sehen hier einen belüfteten Kondensator mit einem Ventilator dran, 230 Volt. Filtertrockner, Kapillarrohr, das ist alles noch lose hier. Hier drüben haben wir eine Kondenswasserschale. Das Gas kommt also aus dem Kompressor hier in diese Schale rein. Das Wasser, was hier ist, wird erwärmt und dann weggeblasen durch die schwache Luftzirkulation hier vom Lüfter. Und wir haben kein Kondenswasser, was hier in diesem Raum entsteht, sondern das wird permanent verdunstet. Hier ist Elektrik für den ganzen Lift. In der Mitte drin sehen wir den Motor. Das ist nicht von uns, weil wir bauen ja nur Kühlgeräte. Und hier haben wir einen Kühlschrankkompressor. Mache ich euch dann hier oben einen Link an der Endcard, wo wir sehen, wo wir die Kompressoren haben. Wir haben da eine ganze Serie, also wenn ihr Kleinserienkompressoren braucht, fragt an oder schaut auf der Homepage nach. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung die Seite, wo diese Kompressoren drauf sind. Und wir sehen, Kompressor, hier geht die Druckleitung raus auf die Kondenswasserschale. Die ist auch schön warm, also kaum zum Anfassen. Und drüben zum Kondensator. Dann durch das dünne Kapillarrohr geht das Kältemittel hoch in den Verdampfer. Wir sehen auch hier oben, der ist bereit errichtet. Also hier haben wir schon eine dünne Eisschicht drauf. Zur Info, hier kommt dann noch ein Boden drauf. Das Ding kommt auch hier unten rein. Und was wir hier sehen, hier ist zu viel Kältemittel drin. Hier sind jetzt etwa 28 Gramm drin, das ist zu viel. Da müssen wir jetzt noch korrigieren. Wir haben auch hier noch einen Messanschluss für kälteseitig, dass man hier das Kältemittel anschließen kann. Ja, das ist das, was wir so nebenbei machen, außer Kühlboxen, Prototypen, Einzelanfertigung, Kleinserien. Eben, ich mache euch hier einen Link, wo wir die Kompressoren her haben. Hier oben einen zweiten Link, aus was für Geräten das die stammen. Und sonst irgendwie einen Link dazu und ich wünsche euch einen schönen Tag.